Wir haben schon einige neue technische Innovationen und auch optische Innovationen gemacht. Und zwar, wir sehen da jetzt einen Kipplaufstutzen, der weißfertig ist. Das heißt, der ist vom System her völlig fertig, aber noch nicht graviert und noch nicht das Endfinish gemacht. Das ist ein Roundbody-System. Dieses Roundbody-System hat den Vorteil, es macht die Waffe noch schlanker und noch geschmeidiger. Als technische Innovation haben wir einen neuen Stecher entwickelt. Dieser Stecher hat ein Mehrfachstecherelement drinnen. Dadurch reduziert sich der Auslösewiderstand im gestochenen Zustand noch einmal ganz erheblich. Dieser lässt sich fast geräuschlos einstechen und kann nicht mehr so leicht auslösen, wenn die Waffe bei einem Sturz umfällt oder sonst irgendwas. Ja? Als zusätzliche Innovation haben wir auch noch den Handspanner modernisiert und verändert. Und zwar haben wir durch einige technische Änderungen drinnen erstens einmal den Spannweg erhöht. Durch diese Spannwegerhöhung reduziert sich die Spannkraft. Und auch Frauen können dadurch diesen Handspanner problemlos spannen. Immer mehr Kunden wollen einen Kipplaufstutzen haben, mit dem sie wirklich weit schießen können und der einem Matchgewehr entspricht. Das heißt, die Firma Scheiring ist bekannt, dass sie sehr leichte Waffen macht, die sehr führig sind. Und wir machen eben jetzt ein neues Modell mit einem breiteren Vorderschaft. Man sieht es da. Mit etwas dickeren Läufen, die natürlich auch vorbereitet sind für Schalldämpfermontagen. Und diese Gewehre werden immer mehr für Präzisionsbewerbe verwendet und auch zum Long-Range-Schießen eingesetzt. Alle gängigen Kaliber können für die Jagd natürlich verwendet werden. Es gibt natürlich spezielle Kaliber, die fürs Long-Range-Schießen prädestiniert sind. Ganz eine moderne Patrone ist zum Beispiel die 6,5 Creedmoor. Diese hat den riesengroßen Vorteil, der Rückstoß ist sehr gering. Durch den Kaliberdurchmesser 6,5 ist der ballistische Koeffizient sehr, sehr gut. Und man erreicht wirklich super Ergebnisse auf weite Entfernungen jenseits von 300-400 Metern. Das technische Geheimnis liegt natürlich einerseits in der Schaftform. Wir machen eigentlich seit Jahrzehnten den Kaisergriff. Dieser hat den Vorteil, der ist relativ steil, so wie eigentlich jetzt bei Matchbüchsen auch gemacht wird in neuerer Zeit. Dadurch liegt das Gewehr extrem gut in der Schulter und man kann das extrem gut reinziehen. Natürlich hat ein breiterer Vorderschaft immer Vorteile, wenn man Long Range schießen will, weil die Auflagefläche einfach erhöht wird und die Waffe nicht so unruhig da liegt. Ja. Mit der Schusspräzision haben eigentlich dünne Läufe und dicke Läufe keinen Einfluss. Wenn der Lauf schießt, dann schießt er. Ja. Bei langen Schießserien, wo man 10 Schuss und mehr schießt, hat natürlich der dicke Lauf schon Vorteile, weil er sich einerseits nicht so schnell erwärmt und auch Wärmespannungen nicht so einen großen Einfluss haben auf den Lauf wie dünne Läufe. Ja. Aber ganz wichtig ist, dass die Zielfernrohrmontage so niedrig montiert ist und die Schaftform so gewählt ist, dass ich, wenn ich anschlage, wie bei einer Schrotflinte, einen perfekten Kontakt mit meinem Körper, also in dem Fall mit dem Gesicht habe und durchs Zielfernrohr perfekt durchsehe. Also diese Faktoren spielen schon wirklich eine wesentlich große Rolle, um gut zu treffen auf weite Entfernungen. Also da haben wir zum Beispiel eine Doppelbüchse im Kaliber 8x75. Und wie vorher schon erwähnt, machen wir auch die Doppelbüchsen im Roundbody-Style. Es gibt bei uns zwei Ausführungen von Doppelbüchsen. Einmal die extrem leichte Ausführung in den klassischen europäischen Drückjagdkalibern 8x57, 30-06 und als weiteren gibt es noch eine Afrika-Version, wo wir alle gängigen Afrika-Kaliber herstellen können. Auch bei den Doppelbüchsen haben wir natürlich eine technische Aufwertung gemacht. Wir haben ein neues Seitenschloss entwickelt. Das hat im Gegensatz zu den herkömmlichen Holland-Holland-Schlössen oben liegende Abzug- und Fangstangen. Dadurch ist der Rastendruck nicht so groß und man erzeugt viel bessere Abzugsgewichte und bei gleichbleibender Sicherheit. Und zusätzlich haben wir für diese Schlosse einen Einabzug entwickelt, der zuverlässig ein Doppeln verhindert, auch bei großen Afrika-Kalibern. Ansonsten hat sich die Doppelbüchse nicht verändert. Sie ist nach wie vor mit Blockverschluss, Unterhebelöffnungssystem und einem Holland-Holland-Ejektor. Die dritte Kategorie an Waffenmodellen, auf die wir uns spezialisiert haben, sind ganz leichte, zierliche Flinten. Hauptsächlich machen wir die im Kaliber 28, aber ab und zu natürlich auch im Kaliber 20. Die werden außerdem auch Roundbody ausgeführt, mit Einabzug und mit unseren neuen Schlossen.
In diesem Fall haben wir ein Rotpunktvisier montiert. Das erleichtert das Schießen und die Zielaufnahme, weil man sich halt nur auf den Rotpunkt konzentrieren muss. Jede Waffe, die in Handarbeit hergestellt wird, ist natürlich ein absolutes Unikat und ist natürlich auch sehr wertbeständig.